Also, was haben wir denn gemacht? Ah, stimmt, letztes Mal wollten wir doch diese Schlacht hier machen und kamen zu spät an, ne? Stimmt. Wo war die Festung, die wir nicht geschafft haben? Weiß ich gar nicht. So, mal schauen. Also. Wir könnten entweder weiter ein paar Kultisten schnetzeln für Level-Update für unseren Speer. Das wäre eigentlich ganz cool, weil dann können wir endlich unsere Fähigkeiten ausgeben. Oder wir suchen jetzt unseren Papa. Oder, ja, genau, wie Sarah sagt, wir suchen jetzt unseren Papa. Big Daddy. Können wir natürlich auch machen. Trottesheim klicke eine. Oh ne, tun wir nicht. Warte mal. Wir haben gerade Stufe. Sperrstufe 4. Dann würde ich wirklich sagen, dass wir versuchen, noch einen Kultisten zu holen. Du bist erst Level 31, du musst Level 41 sein. Papa Level ist das mit Atlantis. Oh, okay. Alles klar. Entschuldigung, das hat man wahrscheinlich gehört. So, dann frühstücken wir mal den da. Belos die Bestie von Sparta. Genau, das machen wir mal. Auf die Küste von Pevki. Wo ist der? Ne, genau, das ist die Quest. Wo ist Pefki? Pefki, Pefki, Pefki. Ist das sowas hier? Lesbos? Samos? Ne, hier ist die uralte Schmiede. Oder ist das gar nicht so ein großes Ding? Warte mal. Aber den kann ich ja noch nicht markieren, aber ich sehe doch schon. Dann holen wir Kultisten. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn du deinen Vater findest, bevor du deine Mutter jetzt nach Gytheio gehst, dann redet ihr über ihn und das ist eigentlich eine echt coole Unterhaltung. Okay. Tritt in der Arena an. Ah, das ist. Ah. Ich hätte auch einfach weiterlesen können, ne? Ich kann. Ja. Ja, seine Herrschaft über die Arena ein Ende setzen. Hat Belos ein wenig zu langweilen begonnen. Gut, tritt der Arena bei. Ich habe doch eine Quest, ne? Mit Arena, glaube ich. Augen des Kosmos? Nee. Irgendwo habe ich doch die Arena. Sind die ganzen Tiere, Prinzen. Das ist so eine coole Quest. Sie wollen. Ah, hier. Sie wollen Blut sehen. Betritt die Arena. Pevki, genau. 11.000 Kilometer. Gut, also wir haben ein bisschen Zeit. Also wir haben 2 Stunden heute Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Nee, Spaß. Wie lange würde man brauchen, um das alles zu Fuß zu gehen, also hier auch zu schwimmen? Gut, wir müssen sowieso ein bisschen. Wir müssen eh ein bisschen rudern. Währenddessen können wir ja ein paar Piraten versenken. Ich glaube, die sind begeistert davon.
glaube, die sind begeistert davon. So, 5640 Kilometer. 5000 Kilometer. Tobi. Alter, wir sind so schnell, ne? Also, ich bin ja froh, dass sie das so gemacht haben und nicht realistisch. Dann wären wir in einer Stunde da, so ungefähr. Oh! Bisschen lauter vielleicht so. Ich sehe schon, bis Ende des Streams ist Tobi dann da. Ja. Naja, wir machen es ja jetzt gescheit. Also, kann man da einfach hinschwimmen? Kann man übers Meer schwimmen? Wahrscheinlich schon. Beziehungsweise wird wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Wegen Hain. Wir können mal ein bisschen lauter sein. So. Flo, weißt du, was diese Vögel bedeuten? Da ist ein Schatz unten irgendwo. Oh Gott, Sea of Thieves habe ich auch ewig nicht mehr gespielt. Ja, kannst schwimmen. Sag bloß, Sarah, das hast du ausprobiert. Das glaube ich dir nicht. Ja, da ist nochmal Treibgut. Ein treibendes Gut. Was? Eisenbrocken, die schwimmen. Nice. Richtig, schau nach. An sich könnte ich wirklich Sea of Thieves mal wieder installieren, ne? Jetzt habe ich ja genug Speicher. Der Severin hat mir jetzt eine 1 TB SSD geschenkt, beziehungsweise die Hälfte geschenkt. Die kosten ja richtig viel. Und es wird auch nochmal mega die Arbeit, weil ich jetzt die ganzen Aufnahmeprogramme und mein Betriebssystem auf die schnelle SSD umschreiben will. Das ist ja auch wieder so Arbeit, Arbeit, Arbeit. Eine An Insel hat so eine kleine Nebeninsel, wo es keinen Steg für das Schiff gibt. Und ich hatte keinen Bock, das Schiff zu holen. Also bin ich schnell rübergeschwommen. Man kann auf offenem Meer schwimmen. Ist halt bei hohen Wellen super langsam. Ja. Stimmt, wir sind ja mit so einer kleinen Schaluppe oder so rüber gesegelt. Die ist dann auf dem offenen Meer kaputt gegangen, weil die das machen. Genau das. Warte mal. Ich will mal kurz schauen, ob ich. Ja, doch, das passt. Okay, muss ich zweimal in eine Arena gehen? Ich segel mal zuerst dahin, weil das sieht schöner aus. Netter, freundlicher. Da ist eine fette Statue da oben. Genau da, wo der Mast hin zeigt. Ah! Da. Büp. So. Ja, naja, sieht doch nicht ganz so nett aus. Rudertempo. So. Ich mag vorher das, wie die singen. Gut, du solltest erst mit den Typen reden, wo du gerade hinschipperst. Also da wo der gerade ist, oder? Das muss der Mann sein, der in dem Brief über die Arena-Kämpfe Okay. erwähnt wurde. Mäon. Okay, gut. Okay, interessant. Den werde ich auch mal dann später begrüßen.
So. Oh. Ja, der Rammelsporn ist ein bisschen groß. Gut. Die Arena liegt an der nördlichen Küste. Ja, da sind wir ja richtig. Alter, vor die fetten Wellen hier. Alter, schwimmen. Sehr schön. Ist natürlich so typisch für mich. Ich habe seit einer Woche nicht mehr gezockt. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich kämpfe in einer Arena. Überaus tapferen Seelen. Nice. Hier ruhen nur die besten Krieger. Helden. Viele sind es nicht. Doch sie sind Helden der Arena. All jene, die ehrenhaft gestorben sind. Die übrigen werden weit weg von hier in anonymen Löchern verscharrt. Niemand erinnert sich an sie. Wenn deine Zeit kommt, glaubst du, dass man dich zu den Helden zählen wird, Söldnerin? Natürlich, ich bin jetzt schon eine Heldin. Man kennt mich überall. Ich bin mehr als nur würdig, ich bin nicht würdig. Falls jemand stark genug ist, mich zu töten, wäre ich mehr als würdig, hier zu ruhen. Ich habe Geschichten von deinen Taten und Siegen gehört. Ja, siehst du selbst. Beeindruckend, falls sie wahr sind. Ja, sind sie nicht. Kommt drauf an, was du gehört hast. Ich habe viel gehört. Eine Kriegerin, die durch das Land reist. Manchmal halb Bestie oder halb Göttin. Aber immer von einem Adler begleitet. Sag mir, ist irgendetwas davon wahr? Ja, die Geschichten sind wahr. Halb Göttin natürlich nicht, halb Bestie eigentlich auch nicht. Einige Dinge wurden übertrieben dargestellt, ja. Ist doch immer so. Es steckt ein Funken Wahrheit in den Geschichten, aber auch viel Fantasie. Gute Antwort. Es ist mir egal, ob die Geschichten wahr sind. Ich sehe, was in dir steckt. Du vermagst Großes zu tun. Das Potenzial, eine wahre Heldin zu werden. Ich bin Marion. Cassandra. Wenn du wirklich leben willst, Cassandra, wenn du die Heldin der Arena werden und unermessliche Reichtümer verdienen willst, musst du in meiner Arena kämpfen. Klingt interessant. Gut, nimm mein Boot und fahre die Küste von Pevki in Richtung des Schiffswracks entlang und dann in die Mündung des Tals hinein. Dort findest du den Eingang zu meiner Arena und Skura, der sich um meine Kämpfer kümmert. Wenn er in dir dasselbe sieht wie ich, dürfte er hoch erfreut über deine Ankunft sein. Gut. Also, genau, am Boot, also ich soll sein Boot nehmen und dann entlang der Küste, genau, und dann würde ich, ja, da oben hat er irgendwie gesagt, ne? Er wird sich jetzt auch denken, hey, hey, falsche Richtung! Warte mal, gab's damals schon, Kompass? Würde mich mega interessieren, weil dann könnte er ja sagen, so, ja, ich glaube, es gab damals noch keinen Kompass. Ich glaube, der erste Seekompass erfunden wurde, wurde von den Wikingern erfunden. Dadurch haben sie ja Amerika entdeckt. Warum schreit ihr so? Ah, Wolf. Aber ich, ja, die Antike hatte bestimmt auch sowas. Also ich meine, die großen Seemächte wie Karthago oder so muss ja auch auf jeden Fall ihre Tricks gehabt haben. Aber ob wer einen Kompass gehabt hat? Würde mich mal interessieren. Die hatten schon Kompasse, die gab es schon vor Christo, ja, Christi meine ich, ja. Ja. Gut. Was habe ich dann gemeint mit den Wikingern?
Wir haben irgendwas Neues erfunden. Irgendwas ganz Spezielles. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber ja. Entschuldigung, ich lese gerade im Chat. Nach Europa gelangte der Kompass über die Araber erst 19. Das wäre ja ultra peinlich. 1190. Warte mal. Gleich lese ich weiter. Die will nur gerade nicht weiterklettern. So, seine uns geläufige heutige Form erhielt der Kompass im 13. Jahrhundert angeblich von italienischen Seefahrern aus Amalfi. Das sagt Wikipedia. Okay. Ich muss dann nochmal schauen, was die Wikinger dann gemacht haben. Mal schauen. Vicky und die Stadt. Ja. Flo. Schön. Langsames Klatschen. Oh, schön. So. Tot. Okay, nice. Wie ich hier runterspringe und alles erstmal weiß blinkt, also weiße Punkte überall. Ja, tja, ihr habt wahrscheinlich Geld reingeworfen für irgendein, ja, so, keine Ahnung, Glücksding. Und ich sammle die wieder auf. Ach, die Cassandra. Ah, sieht schon richtig, richtig hammer aus. Ist einfach nur cool. So, da gibt's ein Ausrufezeichen, aber ich will jetzt ehrlich gesagt erstmal die Arena machen. Wo liest du das rein hier? Ich bin gerade auf Wiki und da steht das nicht. Ja, kommt wahrscheinlich immer drauf an, welche Wikipedia-Ding man liest. Man kann sich ja auch nicht einigen. Hey, Entschuldigung, ich schwimme hier. Tut mir leid. Hast du mich nicht gesehen? Der springt in meinen Weg und sagt, hast du mich nicht gesehen? Junge. Und wie du wieder aussiehst, mit einer Klatze auf den Haaren. Hat er nicht gesagt. Gut, ignorieren wir das. Wir holen jetzt das Bötchen von den kleinen Sträuche hier. So, wir sollen das kleine Boot. Sagte etwas von Schiffswracks. Wir sollen das kleine nehmen und nicht den großen Auftritt mit dem da. Ja, gar nicht übertrieben, ein paar Heil hier. Mhm. Oh, Schiffswracks, ja, das sieht aus wie Schiffswracks. Jetzt bricht hier ein Wissenskrieg aus. Ja, du hast deine Quellen falsch genannt. Das ist nicht in Ordnung. Die Wracks sollten mich zur Arena führen. Ja, oder das goldene Ding da. Könnte einen auch dahin führen. Es ist echt praktisch, dass die so schnell sind wie so ein Ruderboot. Ich würde lieber umkehren. Hast du Schiss?
Okay, also Kompass. Die Erkenntnis, dass sich Splitter von Magnetstein die Nord-Süd-Richtung drehen, war in Europa seit der griechischen Antike und China seit der Zeit der streitenden Reiche zwischen 475 vor Christus und 221 vor Christus bekannt. Das muss Gura sein. Very interesting. Und da ist ein Schmied. Das ist super. Also, China hatte den nassen Kompass und das Wissen haben die Matrosen des östlichen Mittelmeeres spätestens zur Zeit der Kreuzzüge erfahren und optimiert. Mhm. Ja, die Chinesen hatten ja so eine Riesenflotte. Da habe ich mal den Vergleich gesehen von dem Flaggschiff von Spanien und das Flaggschiff von Chinesen. Und ja, also zu Zeiten Kolumbus. Und die in... Was erzählte mir von der Arena? Ich sollte sie mir ansehen. Ich erzähle gerade die Geschichte. So. Entschuldigung. Genau, und das Krasse ist, nur durch ein... Kann ich dir heute behilfen? Nein. Licht sein? Mein Bruder ist Soldat an der Front. Ich habe das Schwert für ihn gemacht, damit er Ruhm für unsere Familie erlangt. Ein edler Gedanke. Danke. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann ihm die Waffe nicht bringen. Auf dem ganzen Weg lauern Banditen. Ich habe versagt. Und ich soll den Botengang machen? Genau. Überbringen und gut darauf aufpassen. Ist gut. Ich mache es. Ich stehe in deiner Schuld. Ich muss dann mal los. Tschüssi. Ich wollte eigentlich zum Schmied. Willkommen. Genau. Also, genau, die chinesische Flotte war echt riesig und das Geile war, die haben das Problem mit dem Wasser und dem Essen und Vitaminmangel und so weiter der Matrosen richtig geil gelöst, indem sie einfach Schiffe in der Flotte hatten, die einerseits komplette Wasserbecken hatten, also die waren eigentlich voller Wasser und die anderen Schiffe hatten einfach Beete drauf, also Sojabeete, so gut. Und nur wegen den einen Kaiser wurden halt die ganzen Schiffe wieder auseinandergebaut und deswegen kam zum Beispiel Kolumbus zuerst. Also vor den Chinesen an. In Amerika an. Ich meine, Kolumbus war ja alles andere als der Erste. Wird sogar spekuliert, dass die Puna, also die Karthager, als sie von Rom vernichtet wurden, also nach dem dritten Punischen Krieg, dass manche nach Amerika geflohen sind. Aber das ist noch nicht so ganz belegt, aber könnte eigentlich sein. So. Das ist ja voll cool, dass ihr jetzt die ganzen Fakten reinschreibt. Feiere ich gerade voll. So, leider kann ich den da nicht verbessern, nicht? Und den da kann ich auch nicht verbessern. Und verkaufen kann ich auch fast nichts. Wir sehen uns dann. Ja, blöd. Aber naja. Gut. Guten Tag, Entschuldigung, ich muss in die Arena. Ich bin müde. Gut, dann komme ich nächstes Mal. Nee, ich werde sie da drin restlos fertig machen.